Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Schwarz-Fichtbauer, ich darf Ihnen erstmal ganz herzlich gratulieren zum Jubiläum, denn 50 Jahre ÖSS ist was ganz Besonderes und wir haben also in den vergangenen Jahren, ich kann von mir aus sagen, bereits fast über 45 Jahre mit dem ÖSS zusammengearbeitet und an dieser Stelle möchte ich mich bei heute hier ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie ist aber auch noch vielseitig tätig bei uns. Das werde ich gleich ganz kurz ausführen hier. Wir haben kurz eine Gliederung vorgenommen. Ich werde etwas 5 Jahrzehnte für den Sportstättenbau sagen. Und Klaus Meinl wird dann anschließend etwas zum IAKS, IOC, IPC-Preis sagen. Und anschließend wird Frau Fichtbauer, klein, aber fein, etwas über die österreichischen Preisträger erzählen. Die ÖSS war Gründungsmitglied des Arbeitskreises Sportstättenbau IAKS im Jahre 1965, also wir feiern im nächsten Jahr 50 Jahre. Ich hoffe, dass ich dann auch eine Großzahl von Ihnen in Köln begrüßen darf. Dr. Walter Künzel war von 1965 bis 1985, Horst Huber von 1995 bis heute, den werden wir wohl gleich noch begrüßen, der ist noch unterwegs, der steckt noch irgendwo auf der Autobahn, ist unser Vizepräsident auch zurzeit, Werner Krems von 1993 bis 2001 und Peter Gattermann von 2001 bis 2008 und Karin Schwarz-Fichtbauer von 2009 bis heute. Wir haben mit den Österreichern immer sehr gut kooperiert und zusammengearbeitet. Die österreichischen Mitglieder in unserer Jury waren von 1997 bis 1999 Werner Krems, von 2003 bis 2005 Peter Gattermann und von 2007 bis 2013, aber ich glaube auch in der Zukunft, Karin Schwarz-Fichtbauer. Sie war auch zugleich 2011 und 2013 Vorsitzende der Jury des Nachwuchspreises, den wir im Jahre 2011 auf Wunsch einiger Universitäten in Deutschland mit aufgenommen haben. Die österreichischen Mitglieder in Arbeitsgruppen waren in der Arbeitsgruppe Wintersport, an der auch ich teilgenommen habe, immer Dr. Wolfgang Giardi aus Innsbruck, Peter Scheiber auch aus Innsbruck und Hubert Spieß, weiß ich im Moment gar nicht, wo er herkam. Und in der Arbeitsgruppe Sportplätze und Stadien Gerald Hofmeister, Werner Krems Arbeitsgruppe Tennisanlagen und für Sportböden war auch der Krems zuständig und auch für Sporthallen Werner Krems. Und bei der IAKS Eismeisterschulung hat uns wirklich gut unterstützt Herr Rudolf Funk. Wir sind seit 50 Jahren, fast 50 Jahren, wir sind 49 Jahre befreundet mit der ÖSS und wir haben ein großes Netzwerk. Unsere Geschäftsstelle der IAKS ist in Köln, in der Eupener Straße 70 und wenn Sie mal in der Nähe in Köln sind, sind Sie herzlich eingeladen bei uns. Wir sind also mit ca. 1000 Mitgliedern in 110 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Der einzige Verband, der die IOC als Verband anerkennt im Sportstättenbau, ist die IAKS. Wir beraten also im Sportstättenbau auch die IOC. Wir haben noch weitere Vorgänge, die wir bearbeiten. Und zwar haben wir IAKS-Seminare zur Vervielfalt von verschiedenen Themen. Wir machen in der Fachtagung vor Bädern, was sehr gut angenommen wird. Wir haben in der letzten Mal in Forchheim in Deutschland ein großes Seminar gehabt. Es waren ungefähr 110 Teilnehmer da. Dann machen wir Kunststoff- und Rasen, Kunstrasenbelege. Dort sind wir auch vertreten durch einige Vertreter in den DIN-Normenausschüssen in Brüssel und aber auch in Berlin. Dann Management-Tagung für Eiskunstbahnen. Nächsten Jahr wird die dann in Deutschland in Willingen stattfinden im Sauerland und wir haben im letzten Jahr waren wir in Inzell in Bayern. Eismeisterschulen und Kälteanlegenseminare werden auch laufend von uns durchgeführt. Wir haben im Jahr so circa 10 Seminare für die Eismeisterschulung. Des Weiteren geben wir eine Zeitschrift heraus, CSB, seit 1967. Der ein oder andere von Ihnen wird sie sicherlich auch kennen.
Dann möchte ich noch auf unseren Kongress hinweisen, der alle 2 Jahre und zwar in den ungeraden Jahren stattfindet. Das ist gerade hier 2013, aber ich komme auch gleich noch eben zu 2015, was im Einzelnen geplant ist. Dann führen wir gemeinsam mit der Kölnmesse die FSB durch, die seit 1969 als internationale Fachmesse für Freiraum, Sport und Bäderanlagen und alle 2 Jahre im wichtigen Treffpunkt der Treffpunkt in der Branche ist, das ist, findet auch in Köln statt. Ich glaube, sagen zu dürfen, das ist die größte Sportmesse der Welt. IAC ist erste 50 Jahrzehnte, das kann man noch mal deutlich sagen. Die FSB und Aquanale vom 27. bis 30. Oktober 2015. Wir haben also den Umzug in die Nordhallen begonnen, beziehungsweise wir haben das jetzt mit entschieden. Und ich kann sagen, dass das also eine Attraktion ist und das wird auch sehr wunderbar. Wir haben in der Halle 6 die Aquanale und das Schwimmbad und in Halle 9 ist Spielraum und Spielgeräte und in der Halle 7 und 10 Sport- und Freizeitanlagen beziehungsweise auch für Bodenbelege, Kunstrasen und so weiter. Ja, meine Damen, meine Herren, wir haben auch eine Webseite für Mitglieder. Da können Sie also alles abrufen, was im Moment aktuell ist, Darstellung und Profil, Leistungen in unserer Datenbank, Downloads von Vorträgen, von Kongressen und Seminaren, die wir durchführen, das Logo der IHKS für ihre Markenaktivitäten benutzen, Publikationen online lesen und so weiter und so fort. Und das unten links ist das Team und rechts, das soll eine freundliche Verabschiedung sein. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Danke. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf nun zum eigentlichen Thema dieses Vortrags kommen, nämlich dem IOC, IPC und IHKS Award. Auf der Folie steht zweimal IPC, Sie denken sich bitte einmal IOC dazu, dann passt es wieder. Wir haben vorhin ja sehr attraktive Bilder und auch Videos gesehen von attraktiven, modernen Trendsportanlagen. Jetzt müssen Sie sich bitte ein bisschen zurückversetzen, und zwar ungefähr 30 Jahre. Nämlich zu dem Beginn des IHKS Awards im Jahr 1987. Der Grund, dass unsere Organisation damals sich entschlossen hat, einen internationalen Architekturpreis auszuloben, war damals in der Wettbewerbsauslobung so formuliert, wie Sie das hier lesen können. Man sah nämlich eine Notwendigkeit, dass man in der Öffentlichkeit verstärkt auf Sport- und Freizeitinfrastruktur aufmerksam macht, auf die Bedeutung dieser Infrastruktur. Man sah vor allen Dingen auch eine große Notwendigkeit, dass man der Politik, der öffentlichen Hand, den Architekten bewusst macht, dass solche Bauten und solche Anlagen eben auch mit einem gewissen architektonischen Anspruch gebaut werden sollen. Und insofern hat man sich damals entschlossen, einen Preis auszuschreiben, bei dem gut gestaltete und funktionsgerechte Sport- und Freizeitanlagen prämiert werden. Ganz wichtig ist uns dabei schon immer gewesen, dass bei dem Preis Projekte teilnehmen können, wenn sie gemeinsam vom Planer des Projektes und auch vom Betreiber des Projektes eingereicht werden. Das verkörpert insofern eben auch einen gewissen Anspruch an die Nachhaltigkeit eines Projektes. Wir wollen nämlich nicht nur, dass wir schöne Designs von Architekten aus aller Welt da in den Wettbewerb bekommen, sondern wir möchten natürlich auch zum gewissen Grade gewährleisten, dass der Betreiber eines Objektes auch glücklich und zufrieden damit ist und insofern auch uns als Veranstalter dieses Wettbewerbs signalisiert, dass das nicht nur eine architektonisch schöne Anlage ist, sondern auch eine funktional vernünftige und auch den Nutzerbedürfnissen entsprechende. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht vorbereitet über die Anzahl an Architekturpreisen, die wir seit 1987 verliehen haben. Wie Sie unten links sehen, es gab insgesamt 1026 Bewerbungen, also die Jurys der verschiedenen Jahre haben mittlerweile insgesamt über 1000 Bewerbungen vor Augen gehabt, die sich für diesen Architekturpreis beworben haben. Wir haben insgesamt 412 Preise oder bei uns heißt das Medaillen verliehen. Also mittlerweile gibt es schon überall in der Welt, in vielen Ländern sicherlich Sport- oder Freizeitbauten, die einen solchen Preis gewonnen haben und sich den hoffentlich neben die Eingangstür oder ins Büro des Geschäftsführers gehängt haben.
Wir haben dann im Jahr 1999 eine Kooperation mit dem IOC hinsichtlich dieses Preises geschlossen. Das war ungefähr die Zeitphase, wo auch die Nachhaltigkeit im internationalen Sport sich immer stärker verankerte. Das IOC legte damals sehr großen Wert darauf, dass wir versuchen, den Architekturpreis auch noch stärker in Richtung ökologischer Aspekte von Gebäuden zu bringen. Und hat sich dann eben seitdem an diesem Wettbewerb beteiligt. Und im Jahre 2005, also vor beinahe 10 Jahren, hat sich dann auch noch das Internationale Paralympische Komitee dazu entschlossen, diesem Projekt beizutreten. Wir haben heute früh auch schon mehrfach das Thema Inklusion gehört. Wir bemühen uns seitdem bei der Vergabe dieses Preises eben auch darauf zu schauen, dass preiswürdige Sport- und Freizeitanlagen ein hohes Ausmaß an Barrierefreiheit besitzen. Wie funktioniert das technisch? Es gibt natürlich Wettbewerbskategorien, in denen sich Planer oder Betreiber von Projekten bewerben dürfen. Muss man einfach aus funktioneller Sicht so machen, wenn man einen Wettbewerb veranstaltet. Man kann natürlich nicht ein Fußballstadion mit einem Schwimmbad vergleichen in einem Architekturwettbewerb. Insofern gibt es dann einfach verschiedene Kategorien, die wir bei der Durchführung dieses Wettbewerbs definiert haben. Und wenn ein Objekt etwas gewinnt, dann kriegt es eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille mit dem IOC und IAKS Award oder eben auch die sogenannte IPC-IAKS-Auszeichnung für besondere Barrierefreiheit. Um aber auch jüngere Zielgruppen, jüngere Architekten anzusprechen, haben wir zusätzlich seit dem Jahr 2011 noch einen Designwettbewerb ins Leben gerufen. Das ist der sogenannte IOC-IPC-IAKS Architecture and Design Award for Students and Young Professionals, also eine Art Nachwuchspreis. Hier geht es darum, dass wir von Studenten, von jungen berufstätigen Architekten oder auch Designern Wettbewerbsbeiträge bekommen, wo man uns Designvorschläge einreicht, die zum Beispiel jemand in seinem Studium erarbeitet hat oder auch vielleicht Wettbewerbsbeiträge, die in den ersten Jahren einer Selbstständigkeit entstanden sind, die dann nicht zur Realisierung gekommen sind, wo wir eben versuchen, besonders kreative, besonders frische Designideen dann auch mit einem unserer Architekturpreise zu prämieren. Damit möchte ich jetzt im Schnelldurchlauf zu einer Rückschau kommen und Ihnen so ein bisschen zeigen, was wir denn seit 1987 für Projekte mit Goldmedaillen ausgezeichnet haben. Das Interessante dabei ist für den einen oder anderen, dass man daran auch so ein bisschen erkennen kann, wie sich über die Jahre hinweg Architekturmoden weiterentwickelt haben, wie sich vielleicht auch in der Bautechnik Dinge verändert haben. Und man sieht sicherlich bei dem einen oder anderen Objekt Dinge, wo man sich heute fragen würde, warum war das damals preiswürdig, aber es zeigt eben natürlich auch, dass sich da Architektur und Bautechnik weiterentwickelt haben. 1987 beispielsweise ein Schwimmbad in Großbritannien, was man damals dafür ausgezeichnet hat, weil es sich besonders gut städtebaulich integrierte, weil es nicht ein großes Bauvolumen war, sondern eine gestaffelte Anlage. Und die Jury damals hat zum Beispiel auch erwähnt, dass sie es sehr gut fand, dass sich der Planer bei der Ausführung auf wenige dem Zweck der Anlage dienliche Materialien beschränkt hat. Ich will das nicht bewerten, aber das war damals die Ansicht der Jury. In den späten 80er Jahren setzte sich auch mehr und mehr durch, dass man Sporthallen nicht als geschlossene dunkle Schuhkartons baut, sondern als möglichst transparente, lichtdurchflutete Anlagen. Hier eben ein Beispiel aus der Schweiz, aus St. Gallen, wo man eine Großsporthalle nicht nur mit einer sehr positiven Tageslichtatmosphäre versehen hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass man über entsprechende Nebenräume eine Multifunktionalität erreicht. Man konnte da aus einem Hallenteil zum Beispiel eine Zuschaueranlage oder auch einen Bühnenraum bauen und die Sporthalle dann eben auch für andere Zwecke nutzen. 1991 erhielt dieses Schwimmbad in Bad Dürrheim eine Goldmedaille. Da sieht man sehr schön, dass man versucht hat, mit Materialien wie Holz und Glas bestimmte organische Bauformen zu konstruieren, die aus Sicht des Bauherrn und auch des Architekten dem Zwecke eines Thermalbades besonders nahe kamen. Wir springen nach Japan. Das hier ist ein Freizeitbad und Gemeinschaftszentrum in Kawasaki. Dort hat man versucht, unter einem Dach nicht nur ein Schwimmbad unterzubringen, sondern in der, was Sie auf dem rechten Bild sehen, in den unterschiedlichen Geschossen, die dort der Baukörper noch aufweist, auch noch Gemeinschaftseinrichtungen wie Büroräume, wie eine Bibliothek oder ähnliche Funktionen unterzubringen.
Und man hat damals eben auch versucht, noch gewisse traditionelle Elemente wie diese Fächerarchitektur des Daches aufzunehmen. 1995, das war dann die Zeit, wo Multifunktionsarenen, wie wir sie heute eigentlich in allen größeren Städten kennen, als diese Multifunktionsarenen nach Europa kamen, entwickelt wurde das seine Zeit natürlich in Nordamerika. Und es gab damals schon in Barcelona eben zum Beispiel hier gewisse Bauten, die man schon durchaus als Kathedrale für Sport- und Kulturevents bezeichnen konnte, die also nicht nur über eine hohe Multifunktionalität im Inneren verfügten, sondern auch von ihrer äußeren Architektur her durchaus den Stellenwert einer Landmarke erreichen konnten. Das ist ein Sprung nach Hongkong. Dort hat man in einem sehr urbanen Umfeld ein neues Fußballstadion, Fußball- und Rugbystadion gebaut. 1997 war die Jury der Ansicht, dass hier insbesondere die filigrane und transparente Dachkonstruktion bemerkenswert war und auch die Tatsache, dass man dieses Stadion eben als sehr transparentes Bauwerk in der Großstadt angelegt hat. Man kann von außen reingucken, man kann auch von innen rausgucken, also die korrespondierende Beziehung zwischen dem Stadionnutzer und den Bewohnern im Umfeld sind hier sehr, sehr hochwertig. ...1999, das war dann das Jahr, wo das IOC diesem Architekturwettbewerb beigetreten ist und rein zufällig waren da auch gerade Olympische Winterspiele in Japan gewesen und diese Eisschnellerfalle in Nagano war ein Objekt, was damals eine Goldmedaille von uns bekam. Da ist sicherlich auffällig die sehr skulpturale oder auch elegante Gebäudeform durch dieses abgestufte oder abgetreppte Dach. Und was auch damals hier schon dem damaligen Zeitgeist entsprach, man hat versucht, die Flexibilität im Innenraum für vielfältigste Nutzung zu maximieren. Man konnte darin nicht nur eine Eisfläche anbieten, man konnte darin im Grunde genommen auch Fußball oder American Football realisieren, indem man dann die Eisfläche mit einem entsprechenden Fußballspielfeld abgedeckt hat. Man konnte eine von den stirnseitigen Tribünen so weit in Richtung der anderen stirnseitigen Tribünen verschieben, dass man aus der großen ovalen Innenraumfläche eine kreisrunde Innenraumfläche gemacht hat, um also da auch Zuschauerveranstaltungen mit geringen Zuschauerzahlen, wie zum Beispiel Eiskunstlaufen, durchführen zu können. Ja, was hier natürlich passiert ist, ist dann, dass wir die Olympischen Spiele in Sydney in diesem Architekturwettbewerb einige Male dann auch bei den Preisen mit dabei hatten. Das ging los 1999 schon mit dem Sydney International Aquatic Center, dem Schwimmstadion der Olympischen Spiele in Sydney. Sydney war sicherlich ein Meilenstein in der Sportarchitektur insofern, als dass viele der dortigen Sportstätten mit einem ganz hohen Maß an Nachhaltigkeitsaspekten gebaut worden sind. Das Nachnutzungskonzept bestimmte von vornherein die Bauweise. Bei dem Schwimmstadion war es so, dass man während der Olympischen Spiele 17.500 Sitze brauchte, aber man von vornherein sich entschlossen hatte, nur 4.400 dauerhaft anbieten zu wollen. Deswegen wurde dieses Gebäude dann eben auch so gebaut, das sehen Sie auf dem linken Grundrissplan, dass man eine große Zuschauertribüne auf der einen Seite temporär für die wenigen Wochen Olympische Spiele anbauen konnte, die man hinterher wieder wegnahm, das Gebäude, die Gebäudeseite dann wieder geschlossen hat und für die Nachnutzung ein sehr attraktives Sport- und Freizeitbad in einer vernünftigen Größenordnung dann betreiben kann. Ein Sprung nach Deutschland, nach Berlin. Dort wurde im Jahr 2001 die Max-Schmeling-Halle mit einer Goldmedaille prämiert. Ein Objekt, was sich in einem sehr zentralen städtischen Areal in Berlin befindet, angrenzend an verschiedene Park- oder Grünanlagenareale. Der Architekt hat hier versucht, die relativ große Veranstaltungs- und auch Trainingshalle, das ist also unter einem Dach nicht nur diese Zuschauerhalle, die Sie unten rechts sehen, sondern auch noch mehrere Trainingshallen, die drumherum gruppiert sind. Der Architekt hat hier versucht, diese große Halle unter ein grünes Dach zu legen, sie auch in den Boden abzusenken, um sie entsprechend in das grüne Umfeld zu integrieren. Und das fand die Jury damals hier sehr gut gelungen. Ich komme nochmal zurück nach Sydney. Das Wahrzeichen der Green Games von Sydney war natürlich das Olympiastadion. Es war das
größte Olympiastadion, was jemals gebaut worden ist bis dato, umfasste damals 110.000 Plätze. Die beiden stirnseitigen Tribünen, die Sie auf dem Bild unten rechts sehen können, wurden anschließend komplett zurückgebaut auf eine Nachnutzungskapazität von nur noch 80.000 Zuschauerplätzen. Damit erreichte das temporäre Bauen auch neue Dimensionen. Man hat also wirklich für einen Nutzungszeitraum von nur 2,5 Wochen Olympische Spiele und dann nochmal 10 Tage Paralympische Spiele 30.000 Zuschauerplätze gebaut, die man hinterher wieder rückgebaut hat, um das Stadion anschließend in einer vernünftigen Größenordnung für Australian Football und auch für Leichtathletik-Events nutzen zu können. Übrigens bemerkenswert auch bei diesem Stadion, das war das erste Stadion dieser Größenordnung, wo man versucht hat, sehr viele bauliche Features einzubauen, die man heute als Passivhauskonzept bezeichnen würde, also sehr viele Maßnahmen zur Regenerierung von Energieflüssen, die im Gebäude stattfanden oder auch Zweitnutzung von Regenwasser etc. Im Jahr 2005 begann dann unsere Partnerschaft mit dem Internationalen Paralympischen Komitee und da haben wir dieses Stadion in Manchester, das ursprünglich für die Commonwealth Games gebaut worden ist, mit einer Goldmedaille prämiert und auch mit der IPC-IHKS-Auszeichnung für barrierefreies Bauen. Damals eines der ersten Großstadien, wo man versucht hat, behinderten Menschen im Rollstuhl nicht nur bestimmte Sitzplätze irgendwo am Spielfeldrand zuzuweisen, sondern Menschen im Rollstuhl die Option anzubieten, sich überall im Stadion einen Platz zu suchen. Also es gibt Rollstuhlplätze auf unterschiedlichen Ebenen, auf den Zuschauertribünen, auf allen Seiten der Stadionschüssel. Und es gibt natürlich auch die entsprechenden Zugänglichkeiten in den Wegesystemen innerhalb des Stadions. Insofern ein sehr, sehr beispielhafter Bau. Beispielhaft auch insofern, als dass er für die Commonwealth Games ursprünglich als Leichtathletikstadion gebaut wurde, was Sie unten links sehen. Und nach den Commonwealth Games hat der anschließende Nutzer, nämlich ein Fußballclub, gesagt, wir brauchen natürlich ein reines Fußballstadion und keine Rundlaufbahn mehr. Da wurde dann also der Innenraum des Stadions nochmal um 3,5 oder 4 Meter vertieft. Die Leichtathletikbahn ist verschwunden und in diesen so vertieften Innenraum wurde dann noch eine dritte Tribüne, also der Unterrang, den Sie im mittleren Foto sehen können, noch eingezogen. Ein reines Fußballspielfeld gebaut und so wird das Stadion auch heute noch genutzt. Was Sie jetzt hier sehen im Jahr 2007 ist das Olympiastadion in Berlin, was sicherlich jeder auch aus dem Fernsehen kennt, ursprünglich gebaut im Jahr 1936 für die Olympischen Spiele, die damals in Berlin stattgefunden haben. Sicherlich mit dem Umfeld auch um das Stadion herum eines der bedeutendsten Sportstätten-Ensembles Europas, auch aus denkmalpflegerischer Sicht. Das Stadion sollte dann für die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland modernisiert werden und vor allen Dingen sollte auch eine komplette Überdachung der Zuschauertribünen erfolgen, die es bis dahin nicht gab. Das ist hier aus unserer Sicht extrem gut gelungen und der Architekt hat es auch verstanden, mit der Art der Überdachung, die er da gebaut hat, die historisch bedeutsame Sichtachse durch das Marathontor, also hinten im Foto zu sehen, aufrechtzuerhalten. Also wie gesagt, denkmalpflegerische Gesichtspunkte waren sehr wichtige Aspekte. Und nicht nur das ist dem Architekten gelungen, auch hier wurde ein Höchstmaß an Barrierefreiheit für die Zuschauer erzielt, sodass das Stadion selbst jetzt ungefähr 8 bis 10 Jahre nach seiner Modernisierung sicherlich immer noch eines der modernsten Stadien der Welt ist heutzutage. 2009 war aus unserer Sicht ein sehr bemerkenswerter Zeitraum, insofern als dass 2008 in Peking die Olympischen Spiele stattgefunden haben und das wahrscheinlich nach Sydney die nächsten Olympischen Spiele waren, wo die Architektur der Sportstätten ganz maßgeblich zum Erfolg der Spiele an sich beigetragen hat. Die Gebäude, die dort in Peking gebaut worden sind, nicht nur das Vogelnest, was Sie hier sehen, auch zum Beispiel der Watercube, also das Schwimmstadion, hatten eine außergewöhnlich hochwertige Architektur, haben in vielen Dingen gewisse Meilensteine für die Olympiabauten Architektur gesetzt und haben es zudem auch noch geschafft, dass das Thema barrierefreies Bauen überhaupt erstmals nach China getragen worden ist. Kurz nach den Olympischen Spielen fanden damals ja auch die Paralympics dort statt und über die Paralympics und die entsprechenden Stadionbauten hat die chinesische Öffentlichkeit
haben chinesische Baubehörden, aber auch die chinesische Bauindustrie gelernt, was überhaupt barrierefreies Bauen ist. Und insofern eben das für uns auch als Auslöser des Wettbewerbs ein sehr, sehr wichtiger Grund, diesem Stadion damals eine Medaille zu verleihen. Was Sie hier jetzt sehen, ist ein Trend, der in den letzten Jahren auch sehr, sehr häufig stattfindet. Es wird versucht, in alten Gebäuden aus dem Industriezeitalter, das hier war ein früheres Schlachthofgebäude, es wird versucht, in solche Gebäude eine Sportnutzung oder Freizeitnutzung einzubauen. In diesem Fall ist das in Berlin sehr gut gelungen. Die vorgefundenen Materialien, wie zum Beispiel die Steinfassaden, wurden in die neue Sporthalle übernommen, wurden integriert. Es wurde versucht, das mit modernen Baumaterialien zu ergänzen. Und hier ist doch eine sehr, sehr hohe architektonische Qualität geschaffen worden. Auch wenn das nur eine einfache Schulsporthalle ist im Grunde genommen. Ein weiteres Beispiel für einen Trend, der sich in den letzten Jahren in der internationalen Sportarchitektur immer stärker durchsetzt, ist das Olympic Oval in Vancouver. War Austragungsort der Eisschnelllauf-Wettbewerbe während der Winterspiele im Jahr 2010. Waren Sie dort? Ja. 2010, danke. Bemerkenswert oder interessant insofern, als dass der Bauherr, nämlich die Stadt Richmond, damals gesagt hat, wir wollen eine Sportstätte für die lokalen Bedürfnisse bauen, wo nach den Olympischen Spielen die Bürger der benachbarten Stadtteile ihre Freizeit- und Trainingsaktivitäten praktizieren können. Und wir versuchen das so zu bauen, dass man ganz am Anfang kurz mal Olympische Spiele drin veranstalten kann. Das war das Baukonzept, das war für uns als Jury auch durchaus neu, dass man diesen Weg gegangen ist. Bis jetzt hat es sehr gut funktioniert und insofern eben auch beispielhaft, dass man da nicht nur technisch eine gewisse ökologische Nachhaltigkeit angestrebt hat, sondern vor allen Dingen eine hohe soziale Nachhaltigkeit angestrebt hat und auch erreicht hat, weil diese Olympische Sportstätte tatsächlich für die Bevölkerung vor Ort geschaffen worden ist. Ja, das haben Sie heute früh schon gesehen, Superkielen in Kopenhagen. Als wir im Jahr 2013 in der Jury-Sitzung diese Bewerbung auf der Wand hängen hatten, waren alle Jurymitglieder ab der ersten Sekunde, glaube ich, extrem beeindruckt von dem, was da entstanden ist. Eine extreme Vielfalt an Freizeit- und Sportangeboten auf relativ geringer Fläche. Ich möchte es jetzt nicht noch weiter strapazieren, Sie haben es heute früher schon mal gesehen, aber für uns als Organisation auch ein absolutes, hochwertiges Beispiel für Integration und Inklusion und für ein sehr mutiges und inspirierendes Design, was da realisiert worden ist. Das letzte Foto, was ich hier jetzt für Sie habe, aus China, aus dem Jahr 2013, ist insofern auch ein gewisser Trend, mit dem wir uns auseinandersetzen, als dass natürlich gerade in Asien es mittlerweile sehr viele Großstädte gibt, die versuchen, Sport-Groß-Events an Land zu ziehen, durchzuführen. Und dort werden dann solche Objekte gebaut, wie hier dieses Shanghai Oriental Sports Center. Das ist ein Komplex von drei Großsportstätten, die direkt nebeneinander stehen. Davon ist eine Multifunktionsarena und zwei Schwimmarenen mit jeweils unheimlich umfangreichen Zuschauerrängen. Das ist sicherlich aus europäischer Sicht nicht nachhaltig. Aus asiatischer Sicht möchte ich das jetzt nicht beurteilen mögen. Es ist auf jeden Fall ein Trend, der in der Architektur stattfindet. Da wir das hier relativ hochwertig umgesetzt haben, haben wir auch diesem Projekt damals eine Medaille verliehen. Zum Abschluss jetzt noch zwei Grafiken aus unserem Nachwuchswettbewerb, aus dem Architecture and Design Award for Students and Young Professionals. Das hier hat im Jahr 2011 eine Goldmedaille erhalten. Das ist das Design einer Studentin aus der Ukraine gewesen, die sich mit dem Thema Radfahren auseinandergesetzt hat und ein Konzept für ein Gebäude entwickelt hat, durch das man auf verschiedensten verschlungenen Wegen mit dem Fahrrad hindurchfahren könnte, also die Freizeitaktivität Fahrrad in irgendeiner Form noch weiter unterstützen könnte und natürlich auch dieses Gebäude als Treffpunkt für die Radsport-Community gedacht war. Es ist ein Design nicht mehr, also das ist natürlich nicht realisiert worden. Aber uns hat damals schon auch dieses Projekt sehr, sehr gut gezeigt, dass es
bei den Nachwuchsarchitekten durchaus ein hohes Interesse eben auch daran gibt, sich mit Sportarchitektur auseinanderzusetzen. Das zweite Beispiel, auch aus dem Nachwuchswettbewerb aus dem Jahr 2013, die sogenannte Caribbean Arena von einer deutschen Studentin, die sich für einen fiktiven Standort auf einer karibischen Insel gedacht hat, ich müsste für ein Dorf, wo sie dort, glaube ich, mal Urlaub gemacht hat, doch eigentlich so eine Art Gemeinschaftszentrum schaffen. Und sie hat sich das dann so vorgestellt, das sehen Sie auf dem linken Foto, dass es um einen Gemeinschaftsplatz herum unterschiedlichste Gebäude geben könnte, die für unterschiedliche Sport- und Freizeitaktivitäten genutzt werden könnten. Der Platz selbst multifunktional angelegt, auch für Streetball-Aktivitäten oder Skate-Aktivitäten oder Ähnliches, mit einer kleinen Tribüne drumherum versehen, also auch eben als Treffpunkt für Leute, die einfach dahin gehen wollen, um mal anderen beim Sport zuzuschauen. Auch das war eine Goldmedaille für uns. So, damit wäre ich am Ende mit dem internationalen Rundumschlag und möchte jetzt übergeben an Karin Schwarz-Fichtbauer mit den österreichischen Projekten. Ja, liebe Gäste des ÖSS-Kongresses, nur noch mal von der Bühne weg, mein herzliches Willkommen und danke fürs Kommen meinerseits. Ich möchte meine kurze Ausführung damit beginnen, einmal zu sagen, wie sehr mich dieses Referat freut, nämlich aus drei Teilen oder den drei Richtungen. Einerseits, weil die Kollegen aus Deutschland, zu denen ich immer wieder nach Köln fahren darf und in ihrem Gremium mitwirken darf, dieses Mal extra zu uns gekommen sind und unseren 50. Geburtstag gemeinsam mit uns feiern. Die zweite Freude, es ist mir wirklich eine Freude und Ehre, in dieser internationalen Jury mitwirken zu können. Das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, weil es nicht nur ein Beitrag meinerseits in einem internationalen Gremium ist, sondern der Lernprozess, sich hier mit sehr unterschiedlichen Kulturen, der Architektur, aber auch der Gesellschaft auseinanderzusetzen, sehr, sehr spannend ist. Und last but not least, wenn Sie jetzt alle miteinander diesen Bildern gefolgt sind, dann freut es mich besonders, zu sagen zu können, ja, wir Österreicher haben auch Preise nach Hause getragen. Und ich möchte ganz kurz, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, hier versuchen, so ein bisschen einen Überblick zu geben, welche Projekte dann aus Österreich in den letzten Jahren ausgezeichnet wurden. Wenn man sich jetzt das Stadion in Peking vorstellt, dann fragen sich wahrscheinlich viele, und wofür haben wir dann noch Preise nach Hause bekommen angesichts des Paarstabes. Und es ist nicht umsonst, dass dann die kleine Überschrift daneben steht, klein, aber fein. Denn es geht nicht immer um den Maßstab, der Qualität ausmacht. Es kann sozusagen auch in kleinen Bauaufgaben eine sehr anspruchsvolle Lösung gefunden werden. Wenn ich jetzt das erste Bild und den ersten österreichischen Preisträger herzeige, dann wird es angesichts vieler Diskussionen, die wir derzeit zum Thema Nationalstadion in Österreich führen, wahrscheinlich ein bisschen ein Lächeln in manchen Gesichtern geben. Es ist ein gewisser Anachronismus, wenn ich sage, dass das Wiener Praterstadion der erste Preisträger des IAKS Awards aus Österreich war. Viele von Ihnen, euch, sind beteiligt in Diskussionen, die wir derzeit führen, bräuchten wir denn nicht doch ein neues Nationalstadion, haben wir 2008 angesichts der Euro nicht unheimlich viel versäumt, sodass wir uns heute nicht in internationalen Bewerb um Stadion mit beteiligen können. Und dennoch muss man sagen, der Preis ist nicht, es ist nicht falsch, ist immer noch richtig, denn 1991 hat das Stadion den Preis dafür bekommen, für seine Überdachung, also die Special Distinction ist immer für einen speziellen Beitrag, und man kann sicher auch heute noch sagen, dass diese Dachkonstruktion bestehend aus Zug- und Druckring und einer Spannvorrichtung mit über 48 Meter Spannweite immer noch eine hervorragende Meisterleistung der Ingenieurleistung ist. Diese Art von Konstruktionen gibt es weltweit nur zweimal, und ich weiß nicht, ob es einigen von Ihnen oder euch ähnlich geht wie mir, immer dann, wenn ich über die Südosttangente fahre und über das Stadiondach schaue, von oben ist es für mich immer noch ein Landmark, das durchaus einen speziellen Charakter für Wien und für die Stadt hat. Nichtsdestotrotz sind wir wahrscheinlich aufgefordert, uns wirklich Gedanken zu machen, wie es mit unserem Stadion weitergehen soll. Ich weiß es nicht, vielleicht eine kleine Anekdote zum Dach vielleicht auch noch. Das spezifische Farbe, die unser Stadiondach hat, ist damals eigens für das Stadion kreiert worden und gilt heute als Stadiongrün, als Rahlfarbe, die man wirklich unter dieser Bezeichnung bestellen kann. Also damit sozusagen auch noch einmal ein Hinweis, dass es etwas Spezielles war. Wie überhaupt Österreich für Stadien immer wieder Preise bekommen hat. Ich zeige mal als erstes, oder alle unsere EM-Stadien eigentlich Preise bekommen haben, zwar keine Goldmedaillen, so wie Klaus jetzt vordringlich hergezeigt hat, sondern durchaus andere Preise, nämlich einerseits gab es einen Preis für das Tivoli-Stadion 2003,
Es gab auch einen Preis für das Stadion in Salzburg, sogar eine Bronzemedaille 2005. Und wenn man sich diese Bilder aber genau anschaut, dann werden viele von Ihnen entdecken, dass es eigentlich noch die alte Fassung des Stadions vor seiner Aufstockung war. Und dieser Beitrag der Architektur, die sich eigentlich sehr anpassend in die Landschaft gefügt hat, ist damals eigentlich auch entsprechend ausgezeichnet worden. Und last but not least, auch das Klagenfurter Stadion hat seinerzeit 2009 eine Bronzemedaille bekommen. Ich traue mich aber hier zu sagen, dass ein Gutteil dieser Medaille in das architektonische Konzept seiner Rückbaubarkeit gegangen ist. Und wir wissen ja alle nur zu gut, dass das ja nicht wirklich umgesetzt wurde. Aber das Konzept war damals sozusagen zwei Entwürfe in einem ja doch bestechend und wurde seinerzeit von der internationalen Jury als herausragend herausgestrichen. Ja, ich springe jetzt zu einem anderen Thema, ein Standort, von dem wir heute noch mehr hören werden, nämlich das Universitäts- und Landessportzentrum in Salzburg-Rief, konnte zweimal im Rahmen des IRKS Awards Preise bekommen. Einerseits war es 1993 der Kletterturm. Das gilt heute wahrscheinlich nicht mehr als etwas Besonderes, da Klettern mittlerweile ja zu einer derartigen Trendsportart geworden ist, dass Einrichtungen dieser Art und viel größerem Maßstab selbstverständlich sind. Damals hat Rief aber mit der Entwicklung dieses Turmes durchaus Pionierarbeit geleistet und diese wurde 1993 auch mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Und 2009, und da durfte ich bereits in der Jury sein, hat Rief für seine Barrierefreiheit, für die Integration des paralympischen Sports den IRKS-Preis für barrierefreies Bauen bekommen. Wir haben zweimal auch Goldmedaillen bekommen und ich darf hier das erste Goldmedaille für Österreich zeigen. Vielleicht ein weniger bekanntes Objekt, das gar nicht so sozusagen in den großen Medien oder Schlagzeilen war, aber es ist ein klassisches Beispiel für eine Nachnutzung einer bestehenden Anlage für sportliche Zwecke. Diese Idee war immerhin schon 2003. Es ist eine ehemalige Reithalle in Wien, Rennweg, die eigentlich relativ versteckt im Stadtraum drinnen steckt. Aber man sieht ja eigentlich von außen, was für ein attraktives Gebäude hier nachhaltig nachgenutzt wurde, indem eine Sporteinrichtung oder eine Sporthalle integriert werden konnte. Mit den nächsten Bildern komme ich zu dem, was ich eigentlich hinweisen wollte, nämlich dass Österreich immer wieder für Projekte ausgezeichnet wurde, die es unter dem Sammelbegriff klein, fein, aber zurückhaltend in die Landschaft integriert, feiner Umgang mit Material, sehr viel Holz, naturnahes Bauen und Anpassung an die Landschaft ausgezeichnet wurden. Das erste davon ist das Seebad Häupl am Attersee mit seiner geschwungenen Form und der prägenden Holzarchitektur von Luger und Maul Architekten, das eine Bronzemedaille 1999 bekommen hat. Und wenn Sie jetzt dich relativ schnell durchlaufen lassen, werde diese Bilder von klein, aber fein, dann werden Sie eine gewisse, ich würde fast schon sagen, österreichische Handschrift in der Sportarchitektur sehen, die uns durchaus stolz sein lassen kann. Das nächste Projekt, das 2003 ausgezeichnet wird, war eine Reithalle in Probstal, St. Gerold von Kaufmann Architekten. Und auch hier wieder überwiegt das Material Holz, eine sehr einfache und klare Sprache, die aber in ihrer Detailgenauigkeit und in ihrer Form durchaus bestechend ist. Das nächste Beispiel haben viele wahrscheinlich auch jetzt schon aufgesucht, weil es damals eine große Diskussion gab, wie hervorragend es ist, das Umkleidegebäude. Also wir befinden uns hier auf einem stinknormalen Fußballplatz, dessen Tribünengebäude aber durch seine hervorragende leichte Architektur in Holz eine ganz besondere Aura bekommen hat. Und dieses Beispiel hat immerhin eine Silbermedaille 2005 erhalten. Ja. Klein, aber fein kann auch etwas noch viel Einfacheres sein. Es ging seinerzeit in Bergheim eigentlich nur um die Überdachung eines bestehenden Eislaufplatzes. Auch hier wieder überwiegt das Material Holz. Immer wieder geht es vor allem in dem landschaftlich hochwertigen Gebiet Österreichs darum, eine Sportanlage so zu bauen, dass sie als Eingriff in die Natur, nicht als Eingriff in die Natur, sondern als harmonisches Miteinander mit der Natur betrachtet werden kann. Und hier gelingen den österreichischen Architekten immer wieder gute Beispiele, die dann eben auch auf internationale Anerkennung stoßen. Wie hier diese leichte, luftige Konstruktion des Tauernstadions in Matrei. Und last but not least, aus dieser Kategorie des Kleinen, aber Feinen, möchte ich das Naturbad in Pürg in der Steiermark zeigen, das wir 2011 auszeichnen durften und das in einer ähnlichen Formensprache mit sehr viel Holz zeigt, wie eine
eine Sportinfrastruktur möglichst harmonisch in die Landschaft eingebettet werden kann. Unser zweiter Goldmedaille, die Österreich nach Hause bringen konnte, wird wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen überraschen, Star-Architektin Zaha Hadid. Und die Skisprungschanze in Innsbruck, sie ist natürlich ein Meilenstein der Sportarchitektur in Österreich, ist auch so etwas wie ein Wahrzeichen der Stadt geworden und ein Beispiel auch für uns, dass Sportarchitektur eben viel mehr für eine Stadt leisten kann, als nur eine Infrastruktur zu sein, sondern durchaus auch eine Art Wahrzeichen werden kann. Wir haben und Österreich hat auch für zwei Wintersporteinrichtungen Preise bekommen und ich denke, das ist durchaus richtig, dass man auch versucht, in unserer Kernsportart sozusagen hier architektonische Beiträge zu liefern. 1999 gab es eine Silbermedaille für die Golmerbahn in Dschagunz, wieder von Architekt Kaufmann und sehr, sehr viel später konnte Trindl Architekten für die Galzigtalbahn in St. Anton eine Silbermedaille gewinnen 2009. Es ist nicht unumstritten in der Jury, sozusagen Infrastrukturen, die nicht eigentlich der Sportnutzung zur Verfügung stehen, sondern eigentlich ein Hilfsinstrument sind, wie eine Gondelbahn oder eine Seilbahn auszuzeichnen. Aber man hat sich nach starken Diskussionen durchgerungen, dieses exemplarische Umgang mit der Landschaft und diese sozusagen hochtechnischen Anlagen auch einer architektonischen Betrachtung zu unterziehen, doch auszeichnen zu wollen. Ja, und ich komme damit eigentlich schon zum letzten Preisträger, der für Österreich gewinnen konnte. 2013 hat die Auster oder das Sportbad in Eggenberg eine Silbermedaille bekommen und ist damit, und ich sehe das Lächeln einiger Vertreter des Bundes hier, die ja sozusagen ein Zusammenwirken von Bund und Ländern das Sportbad in Eggenberg ist, das sozusagen nicht nur für die Sportinfrastruktur in Österreich eine wichtige Rolle spielt, sondern auch ein sehr, sehr gelungenes Stück Architektur ist, das deshalb eine Silbermedaille für Österreich erringen durfte. Ich möchte abschließend aber doch einige Hinweise darauf machen, wie es denn mit dem IHKS Award weitergeht. 2013 haben wir zwar diese Silbermedaille gewonnen, de facto hatten wir aber nur 3 Einreichungen aus Österreich, während in den vergangenen Jahren der Schnitt, Klaus, in etwa zwischen 10 bis 15 oder 20 Projekte lag. Diese Tatsache ist natürlich verbunden mit einer verringerten Bautätigkeit, die im allgemeinen Sparentwicklungen, die momentan unser Leben doch beherrschen, nicht verwunderlich sind. Ich möchte aber dennoch ein bisschen einen Appell hier an alle richten, nicht damit aufzuhören, mit Sportbauten auch sozusagen einen Beitrag zur Baukultur unseres Landes leisten zu wollen und hier weitere Anstrengungen zu unternehmen. Das heißt natürlich nicht nur, um einen Preis zu bekommen, aber es ist doch eine wichtige Anerkennung, dass hier ein richtiger Weg gegangen wird. Ich darf Ihnen abschließend noch ein Bild der internationalen Jury zeigen und noch einmal hervorstreichen, wie spannend es ist, mit diesen Menschen aus den verschiedensten Kulturen uns über Architektur und Sportarchitektur auszutauschen. Bezüglich der letzten Folie darf ich noch einmal einen Klaus übergeben. Ich sage. In diesem Sinne laden wir schon ein, am nächsten zur Auslobung quasi des nächsten Awards teilzunehmen, der Award 2015. Teilnahmeschluss ist offensichtlich der 31.03. und während des Kongresses und der 50-Jahr-Feier der IHKS werden wir dann diese Preise verleihen. Wichtig ist, das Projekt muss mindestens ein Jahr in Betrieb sein zum Zeitpunkt der Bewerbung dafür. Und ich darf wiederum unser Institut gerne anbieten als Ansprechpartner, weil wir gerne zur Verfügung stehen. Und wenn es so Fragen gibt, wie denkt ihr, das hätte eine Chance, sollten wir unser Projekt einreichen. Wir stehen gerne für Informationen zur Verfügung. Dankeschön.